Heute kommt es zum ausführlichen Test der Moser Racing HBP Handbremse und dem HGP H-Shifter. Ich zeige euch alles von den Einstellungsmöglichkeiten bis hin zum Rennstreckentest. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn, wie gewohnt, der Disclaimer. Das Bundle wurde von Moser Racing zur Verfügung gestellt und über den österreichischen Distributor simracer.at vermittelt. Vielen Dank, lieber Gerhard, dass du über simracer.at zum wiederholten Male Reviews für unsere deutschsprachige Community ermöglichst. Ihr könnt das Moser Racing Portfolio und vieles mehr in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise, alle Infos und das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage, der Link unterhalb dieses Videos. Es gibt für dieses Review keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters, doch nun kann es losgehen. Beginnen wir mit einem Überblick. Vor circa 2 Jahren hat Moser Racing mit dem damals ersten Produkt meinen Kanal betreten. Das Review rund um die R16 Wheelbase habt ihr seither über 30.000 Mal geklickt und weitere Reviews zum R12, R9 und GS sowie KS Wheel wie auch Testvergleiche mit anderen Mitbewerbern sind in meinem Kanal zu finden. Klickt auf Videos, scrollt etwas zurück und holt diese Videos bei Bedarf nach. Hinter Moser Racing steht ein globaler Player von Kamerastabilisierungssystemen, sogenannten Gimbals. Mit Moser Racing wurde ein Simracing-Portfolio etabliert, welches in den letzten Jahren wirklich sehr breit aufgestellt wurde. Ich habe euch auch ein Video von der Gamescom vor kurzem dazu hochgeladen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Im simracer.at Webshop könnt ihr die komplette Moser Racing-Peripherie und vieles mehr beziehen. Die Moser HBP Handbremse ist Stand November 2023 um 109 € inklusive Steuer gelistet. Und der HGP H-Shifter schlägt derzeit mit 159 € inklusive Steuer zu Buche. Versendet wird von simracer.at EU-weit, die Abholung im hauseigenen Store in Wien ist ebenso möglich. In Sachen weiterer Peripherie blickt euch bitte auf der Homepage um, diese ist mittlerweile so stark gewachsen, dass ich diese hier aus zeitlichen Gründen nicht aufzählen möchte. Den Lieferumfang habe ich euch jetzt gerade im Zeitraffer gezeigt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, die Montage. Sowohl Shifter als auch Handbremse lassen sich sehr leicht zugänglich über das Lochbild an einem Rig montieren. Alternativ gibt es eine Tischklemme, die mit um die 35 € ausgewiesen ist. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 4, Kompatibilität. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei Moser Racing um ein System, welches mit eigenen Wheelbases aus dem Hause Moser Racing kompatibel ist. Achtet hierbei auf das jeweilige Modell. Die von mir damals getestete R16 Base der ersten Generation war noch nicht für den Anschluss dieser Peripherie ausgestattet. Heute habe ich eine R16 Base der zweiten Generation am Start, die demnächst erscheinen und von mir reviewed wird. Diese erlaubt den direkten Anschluss dieser Peripherie. Alternativ lassen sich Handbremse und Shifter natürlich auch direkt über den USB-Anschluss mit dem PC verbinden. In Sachen Plattform ist dieses Moser Racing System derzeit ausschließlich mit dem PC kompatibel. An einem Konsolensupport wird derzeit gearbeitet. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, Technik und die Ausstattung. Dieses Kapitel sehen wir uns am besten live an. Viel Spaß damit. Beginnen wir mit dem Innenleben der HBP Handbrake. Ihr habt hier so eine kleine Abdeckplatte mit noch viel kleineren Schrauben. Die könnt ihr hier gut erkennen. Das ist etwas fummelig, Werkzeug liegt bei, ein kleiner Phillips Screwdriver Schraubenzieher hier am Start, löst diese 4 Schrauben, Abdeckplatte runternehmen, nächster Job, ebenfalls mit beiliegenden Imbusschlüssel diese 4 Senkkopfschrauben lösen, hier seitlich und dann könnt ihr dieses ganze Ding lösen. Dann kommt hier so eine Schraube zum Zug, auch hier habt ihr so einen entsprechenden Schraubenzieher am Start, die löst ihr dann und dann könnt ihr diese komplette Konstruktion, sprich diese Schraube rausdrehen. Achtet hier drauf, hier ist noch so ein kleiner O-Ring aus Kunststoff eingequetscht und diese Abdeckplatte runter, auch hier so ein Einsatz aus Kunststoff. Und jetzt habt ihr Zugang zu dieser Federkonstruktion. Federkonstruktion oder Elastomerkonstruktion. Auch hier gibt euch Moser Racing
für eine Handbremse dieser Preisklasse extrem viel mit. Hier habe ich jetzt diese etwas kräftigere blaue Feder soeben verbaut gehabt. Oder du verbaust wiederum diese Originalfeder. So default kommt dieses Ding an den Start zu dir. Du hast auch die Möglichkeit, das über ein Elastomer zu lösen. Auch hier gibt Moser Racing diese Möglichkeit. Teste dich hier durch. Du hast eine unterschiedliche Charakteristik, ob du gegen einen Elastomer quetscht oder gegen eine Feder. Moser Racing gibt dir auch noch Beilagscheiben aus Vollmetall an den Start, die du jetzt mit Federn oder dem Elastomer kombinieren kannst. Was bedeutet dies? Eine Beilagscheibe heißt, dass bereits in der Ausgangslage deine Feder, dein Elastomer etwas kräftiger komprimiert ist. Das heißt, aus der Ausgangslage du etwas mehr Druck, etwas mehr Kraft benötigst. Gleichzeitig auch dann in der Endlage deine Feder noch stärker komprimiert wird und auch gegen Endlage klarerweise kräftig progressiv entsprechend der Feder. Und wenn du jetzt alles fixiert hast und dies hier einbringst, seitlich wiederum verschraubst, hast du jetzt die Möglichkeit, du siehst, du hast in der Endlage so ein Kunststoffpad hier eingebracht. Das kannst du auch doppeln. Du kannst ein zusätzliches Kunststoffpad hier einbringen und sozusagen deine Endlage bzw. deinen Endanschlag entsprechend verkürzen. Auch diese Möglichkeit gibt's. Hier habe ich jetzt umgebaut auf die kräftigere Feder. Das könnt ihr hier erkennen. Diese blaue Feder, original ist die gelbe, eingebracht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir eine der beiden Beilagscheiben genommen und das seht ihr hier, diese eingebracht, um etwas mehr Federvorspannung draufzubringen. Heißt jetzt nochmal in der Ausgangslage bereits die Feder mehr komprimiert, als dies ohne diese Beilagscheibe der Fall wäre. Du hast aus der Ausgangslage jetzt mehr Kraft aufzuwenden und gegen Endlage wird diese entsprechend zur maximalen Federkompression, das könnt ihr hier gut erkennen, nahezu ausgereizt. Du könntest jetzt noch, das kannst du hier auch erkennen, hier geht es gegen Endanschlag und ihr merkt schon, ich muss hier schon richtig kräftig ziehen, um gegen Endlage zu kommen. Da habt ihr ungefähr einen Faktor 2, das ist doppelt so kräftig mit dieser Feder und dieser entsprechenden Federvorspannung und du könntest jetzt auch noch deine Range, das heißt deinen Weg begrenzen, entweder über dieses Kunststoffding, das du hier einbringen kannst, oder du deinen kompletten Endanschlag hier versetzt, das kannst du hier erkennen. Du hast hier eine Metallplatte, eine dicke Metallplatte mit 1, 2, 3, 4 Schrauben und die kannst du dann über das Lochbild hier noch ein paar Millimeter nach vorne setzen. Jetzt hättest du hier einen mechanischen Endanschlag, der eben weiter in diese Nähe kommt und du nochmal einen kürzeren Weg, eine kürzere Range hast. Ganz wichtig bei jeglicher mechanischen Verstellung, die du hier tätigst, immer im Anschluss Software kalibrieren, das Ganze nochmal neu kalibrieren, um ordentlich unterwegs sein zu können. Die Verstellmöglichkeiten des Handbremshebels, das könnt ihr hier gut erkennen, eine, wie bereits erwähnt, parallele Position zum Boden. Wenn ihr jetzt diesen Hebel so montiert, oder eine vertikale Position über das Lochbild. Das seht ihr hier nach oben gedreht, die maximale Höhe hier in dieser Position. Da habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher, die dir einen entsprechenden Winkel an den Start bringen, beziehungsweise in der Höhe, das kannst du hier gut erkennen. Du kannst jetzt über dieses Loch und dieses Langloch gehen oder hier noch eins weiter nach oben, um dies entsprechend zu verkürzen. Das heißt, hier unzählige Möglichkeiten, die du an den Start bringen kannst in Sachen Winkel, in Sachen Höhe, in Sachen Montageposition. Kommen wir jetzt noch zu den Abmessungen der Moser Handbrake. Da hast du jetzt in dieser Lage, das seht ihr auch hier, habt ihr unterschiedliche Lochbilder an den Start, kannst du noch etwas tiefer gehen. Jetzt in so einer höheren Lage gehst du hoch auf 360 mm. Du hast hier eine Länge von 150 mm, eine Breite von diesem Gehäuse von 4 cm und dann hier insgesamt mit 65 mm. Du hast einen schönen satten Handbremshebel, das seht ihr hier aus Vollmetall, hier entsprechend eloxiert bzw. hier freigefräst, eine Fasung drauf gemacht, 3 cm Durchmesser. Dann in Sachen Anschluss siehst du hier den direkten Anschluss USB zu PC oder wenn dies eine Moser Racing Wheelbase unterstützt, direkt von der Handbremse zur Wheelbase Transit.
Weiter geht's mit dem HGP-Shifter. Hier auch wiederum komplettes Vollmetallgehäuse, gleich wie bei der Handbremse, gibt es keine Unterschiede. Und ebenso in Richtung Pedale, sprich in Richtung Frontseite, optimal gelöst die Anschlüsse, wiederum USB zu PC oder Verbindungskabel zur Moser Racing Wheelbase. Die entsprechenden Kabel liegen genauso wie bei der Handbremse bei. Beim Moser Racing HGP Shifter hast du ein genormtes Gewinde, das kannst du hier sehen. Du hast den Schaltknauf, den du entsprechend hier anbringst oder runterschraubst über dieses Gewinde. Ein klassisch runder Schaltknauf, eben wie dies für H-Schaltung so üblich ist, den kannst du ersetzen, wenn du möchtest, durch Drittanbieter Ware. Gehen wir jetzt hier beim Moser HGP kurz auf die Abmessungen ein. Du hast ein Gehäuse von 100 auf 110 mm. Du hast eine Bauhöhe des Gehäuses von 120 und hier mit dem Schaltknauf kommen nochmal 120, sprich insgesamt auf 240 mm. Du hast jetzt hier diese entsprechende Flanschplatte unterseitig mit dem Shifter verbunden. Die hat 145 mm und einen Lochabstand von 123 mm, würde ich sagen. Du hast entsprechende Langlöcher mit knappen 30 mm. Entsprechend hier noch Löcher zur Befestigung. Das heißt, an jeglichen Rig wirst du dieses Ding montiert bekommen. Die Anschlüsse bei der Handbremse bin ich euch noch schuldig. Da siehst du hier innenseitig ein großes Loch, zwei kleinere Löcher und analog dazu gegenüberliegend dasselbe. Die weiteren Montagemöglichkeiten, die du hast, entweder wie bereits erwähnt diese Durchgangslöcher oder du siehst hier eingebracht, einen Haufen Gewindelöcher, hier 1, 2, 3, 4 mit diesem Lochbild, hier seitlich einige Gewindelöcher eingebracht. Das heißt, du solltest mit jeglichen Lochbildern auf Rigs, Wheelstands oder sonst wo dein Auslangen finden. Und auch hier, wie bereits erwähnt, die Durchgangslöcher und hier mittig eingebracht 1, 2, 3, 4 Gewindelöcher, um die Peripherie von Moser Racing zu verschrauben. Zurückgesprungen jetzt zum Shifter. Wie bereits erwähnt, Vollmetall, auch dieser Schaltknopf, das komplette Gestänge, das könnt ihr hier gut erkennen, bis rein die ganze Schaltkulisse, alles Vollmetall und du siehst so eine Abdeckung, um dieses Ding auch entsprechend vor Staub zu schützen. Das in meinen Augen sehr sauber gefertigt, absolut ordentliche Spaltmaße. In meinen Augen sieht das wirklich sehr sauber verarbeitet aus. Auf das ganze Schaltgefühl, auf das gehen wir dann beim Rennstreckentest genauer ein. Entsprechend jetzt hier, wie ihr das kennt, um in den siebten Gang zu kommen, muss der Schalthebel entsprechend nach unten gedrückt werden. Das seht ihr hier, gleiches gilt für den Retourgang. Das heißt, wenn du jetzt die erste, zweite Schaltkulisse hier bedienst, beziehungsweise 5, 6 und nicht reindrückst, passiert dir dies nicht, dass du jetzt in den siebten oder versehentlich in den Retourgang reinrutscht. Das habe ich auf mehreren Testrunden bereits getestet. Hier kann ich Entwarnung geben. Das war es jetzt von dem technischen Überblick der Handbremse und dem Shifter und wir setzen fort mit dem nächsten Kapitel. Kapitel Nummer 6, Software. Auch hier gucken wir am besten live wieder drauf. Gucken wir uns an dieser Stelle die Software an. Da gibt es nichts Spannendes zu berichten. Ein paar Kernfeatures, dann ist die Sache gleich erledigt. Moser Racing Pithouse 1.2.3.56 bei mir am Start. Moser Racing R16 Wheelbase, die könnt ihr hier gut erkennen. Dann entsprechend ein Steering Wheel, dieses große Moser V2 in der runden Version. Dann habt ihr die ganze Peripherie hier seitlich, Pedale habe ich keine angeschlossen, Dashboard ebenso nicht, den USB-Hub von Moser auch nicht. Jetzt hier der HGP-Shifter, da seht ihr hier die entsprechenden eingelegten Gänge, bei Bedarf könnt ihr dieses Ding kalibrieren. Und hier oberseitig eingeblendet seht ihr so eine Funktion Auto Downshift Throttle Blip. Was ist das? Das funktioniert nur in Kombination, wenn ihr auch Moser Racing Pedale angeschlossen habt. Das nimmt euch die Arbeit ab, wenn ihr mit Gasbremse Kupplung unterwegs seid, hier runterschaltet bei alten Vintage Cars, um nicht Zwischengas geben zu müssen, wenn ihr den niedrigeren Gang einlegt, um ein Blockieren der Räder zu vermeiden, wenn du dann die Kupplung entsprechend löst. Du ersparst dir somit dieses Hill and Toe Fahren. Wenn du dies eben möchtest, kannst du diese
Downshift Throttle Blip Zwischengasfunktion sozusagen aktivieren. Gehen wir zur Moser Racing Handbrake, das nächste Menü. Ihr seht hier unterschiedliche Kurven, die ihr anwählen könnt. Das heißt, eine lineare Kurve und entsprechend andere Kurven. Ich beispielsweise nutze gerne diese Kurve, das heißt steil ansteigend. Das heißt, in den ersten Zentimetern, wo du dieses Ding betätigst, hast du schon einen größeren Input in-game und das wird gegen Ende hin flacher, dass du gleich in Richtung blockierender Hinterräder kommst, um das Fahrzeug entsprechend anzustellen. Der Vollständigkeit erwähnen möchte ich auch, dass du diese Moser Handbrake auch als Button verwenden kannst, das heißt einfach als Eingabebutton mit einem Key Threshold, wo du dann das Auslösefeedback, wo dann dieser Button als Handbrake sozusagen ausgelöst wird. Keine Ahnung, ob du dies verwendest einmal, kann der Fall sein, üblicherweise im Axis Mode. Gut gelöst in meinen Augen das Kalibrieren, das zeige ich euch auch noch kurz. Du drückst auf Start Kalibrieren und innerhalb von 10 Sekunden ziehst du das Ding so weit du willst, bis zu deiner maximalen Endlage. Ich nehme jetzt mal den ganzen Weg, lass dieses Ding los. Kalibration erfolgreich und wenn du jetzt dieses Ding ziehst, dann siehst du über die ganze Länge hast du hier einen Ausschlag. Wenn du dies nicht möchtest und hier einen sehr kurzen Weg hast, kannst du dies eben mechanisch begrenzen, so wie ich euch dies gezeigt habe oder auch eben softwareseitig über die Kalibrierung. Start Calibrating, ich ziehe nur den halben Weg, lass dieses Ding los, Stop Calibration und jetzt, wenn ich ziehe, das könnt ihr hier erkennen, zum halben Weg bin ich jetzt schon bei Vollanschlag, Vollausschlag sozusagen in der Software gut gelöst. Ich gehe meistens nicht über den Endanschlag, sondern mache dies über die Software. Drück Start Calibration, nutze gerne so einen Weg, lass dieses Ding los, check dies nochmal ab und jetzt hier bin ich beim Vollanschlag gelandet. Ich brauche hier bei der Handbrake keinen mechanischen Vollanschlag, auch das ist so eine Gewöhnungssache. So viel zum Kapitel Software, sehr einfach gelöst. Der Vollständigkeit halber hier auf dieses Wolkensymbol, check hier deine aktuelle Version, check for Updates, already the latest firmware version von meinem CSV2 Wheel, R16 Base, HGB Shifter und HBP Handbremse. Das ist nutzerfreundlicher, könnte das nicht sein, wie dies hier Moser Racing an den Start bringt. Das funktioniert immer frickelfrei. Firmware, Software Update, One-Click und du bist ready to go. Zurück von der Software, weiter geht's mit dem Hauptkapitel, unserem Rennstreckentest. Auch hier springen wir wieder live ins Rig. Viel Spaß damit. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs auf dem alten Assetto Corsa mit einem Vintage-Car BMW E30, Kupplung, Handschaltung, Haarschaltung, wie gewohnt, wie es halt im echten Leben so der Fall ist. Auf einem Simlab X1 Pro Rig montiert eine Moser R16 Wheelbase in der zweiten Generation. Ein Video dazu, das kommt in Kürze. Ein Moser Round Lenkrad, wie heißt das, V2 irgendwo, montiert hier Moser HGP Shifter und eben unsere Moser Racing HBP Handbremse. Ich sitze in einem Sparco-Sitz, 49 Zoll, 32:9 Monitor. Ich glaube, das sind die wichtigsten Dinger. Ja, SimGrade Pedals, die habe ich am Start. Auch dazu wird es ein kurzes Review geben. Lasst uns hier auf der Nordschleife eine kurze Runde drehen, um nochmal live jetzt meine Eindrücke für euch zu schildern, wie es denn aussieht, und nachher springen wir nochmal in Dirt Rally rein, um auch die Handbremse etwas einsetzen zu können. Erster Gang eingelegt, euch fällt auf den ersten Testmetern, ich habe einfach ein super knackiges Einrastfeedback dieses Shifters. Wir sprechen hier von einem Shifter der eher günstigeren Preisklasse, 159 Euro, um die 150 Euro, konkurriert damit direkt mit dem Thrustmaster TH8. Wie heißt der A-Shifter, den ich auch schon für euch reviewed habe. Da gibt es noch einen günstigeren, das S-Modell um 70 Euro. Aber der TH8A um die 150 Euro. Ein Shifter, den ihr als Haarschaltungs-, aber das muss ich der Vollständigkeit halber auch sagen, als sequenziell noch umbauen könnt. Wir konzentrieren uns hier klarerweise aufs Haarshifting, denn nur Haarshifting erlaubt dieser Moser HGP-Shifter. Ihr habt ein extrem gutes, extrem knackiges Einrast-Feedback. Das kannst du hören, das spürst du auch.
Das Gute an dieser Sache ist, dass dieser Shifter nicht so extrem laut ans Werk geht. Das heißt, ja, du hörst den klarerweise, wenn du die Gänge reinknallst, aber wenn du jetzt etwas ruhiger ans Werk gehen willst, weil jemand in Ruhe neben dir Fernsehen gucken willst, kannst du hier auch sehr ruhig und entspannt shiften, dir etwas Zeit lassen, die Gänge nicht gegen die Endlage voll reinknallen und wirst hier für einen Shifter ein ruhiges Gefühl am Start haben. So jetzt mein Fazit von einigen Testrunden, die ich bereits mit diesem Ding gedreht habe. Das heißt, ein unaufgeregter Shifter, der sehr präzise ans Werk geht, die Gänge exakt einrasten, dir ein super haptisches Feedback vermittelt. Und jetzt, um das hier gleich mal auf den Punkt zu bringen, du hast eine super abgestimmte Schaltkulisse. Was meine ich damit? Du hast einen optimal gewählten Widerstand, finde ich, der sich realistisch, der sich gut anfühlt. Die Gänge lassen sich einfach treffen. Du hast einen schönen Endanschlag auf die Seiten nach rechts, dass du nicht versehentlich hier in den siebten springst, müsstest du das Ding runterdrücken, ebenso Retourgang klarerweise. Und ihr seht auch hier in der Mittelstellung das Ding gezogen, zentriert sich automatisch sehr gut. Das ist in Sachen Federkräfte, in Sachen Widerstandskräfte in meinen Augen sehr gut abgestimmt. Ich würde jetzt sagen, dieser Shifter ist in dieser Preisklasse mein Referenzprodukt bis jetzt. Das ist der Benchmark. Wenn du jetzt explizit nach einem Haarschaltungsshifter suchst, wir gehen dann eben Fazit nochmal drauf ein mit den Pros und Cons, ebenso, aber das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, wirst du einen Shifter finden, der dir genau das gibt, was ein Haarschaltungsshifter bieten sollte und bieten kann, und das im Preisbereich von 150 Euro. Das ist in meinen Augen bis jetzt das beste Produkt in Sachen Haarschaltungsshifter, das ich hier am Start hatte. Jetzt wirst du mich fragen, wie es denn aussieht mit dem Fanatec-Shifter, den du auch als sequenziellen umschalten kannst. Aber wenn ich jetzt hier vom Haarschaltungsmodus spreche und vergleiche, ist dieses Modell deutlich darüber angesiedelt. Das heißt, wenn du dich jetzt aufs Haarschaltungsshiften konzentrieren möchtest, dann wirst du dir hier 100 Euro zum Regulärpreis sparen können und bekommst hier mit Moser Racing das deutlich bessere, modernere Produkt geboten. Warum? Weil die Gänge satter einrasten, weil sich dies realistischer anfühlt, weil sich's knackiger anfühlt, gleichzeitig nicht zu laut ans Werk geht und in meinen Augen ein super abgestimmtes Paket um 150 Euro. So genug des Lobes jetzt, aber es ist eben wie es ist. Ich nehme mir da kein Blatt vom Mund, hier hat Moser Racing einfach abgeliefert. Was gibt es noch zu sagen? Ja, auch in Sachen Montage, ihr seht, sehr einfach, gefällt mir wunderbar. Du hast nichts hier irgendwie von unten in irgendwelche Gewinde zu verschrauben, sondern in meinen Augen immer die bessere Lösung hier mit diesen Laschen am Start, wo du dann einfach Schrauben durchknallst und mit Muttern unten festmacht. Das gibt dir eine gewisse Flexibilität und insbesondere dann, wenn du jetzt an Alu-Profil-Rigs gehst, wo es ja dann von unten in den Gewinde verschrauben relativ schwierig ist, dann brauchst du oftmals irgendein Bracket. Aber das hier mit Durchgangslöchern bzw. hier mit dieser Flansch-Konstruktion wunderbar in meinen Augen gelöst. Hier gibt es absolut nichts zu kritisieren. Ebenso in der Massivität in diesem Aufbau, du merkst bei diesem Shifter, ja, der E30 hat keinen sechsten Gang, aber um euch nur das zu zeigen, du kannst hier ordentlich reinlangen, das fühlt sich satt an und in den Endanschlägen nochmal etwas gedämpft, um nicht zu metallisch laut hier rein zu krachen. Also wunderbares Feedback hier am Start, noch der Vollständigkeit halber erwähnt, du kannst diesen Schaltknauf hier auch runterschrauben und durch Third-Party-Schaltknäufe dann ersetzen. Das heißt, willst du hier längere Schaltknäufe, irgendwas von Sparko hier dran schrauben, weil dir dies besser gefällt, ja, dann bist du ready to go. Das ist ein genormtes Gewinde, da kannst du diese Dinger an den Start bringen. Ja, soviel jetzt zum Moser Racing HGP Shifter. Ich würde sagen, ich drehe jetzt hier die Runde auf der Nordschleife. Macht absolut Spaß hier Vintage. Ich kann euch den Tipp geben, springt mal aus euren üblichen GT3s oder Formula Karner raus, schmeißt mal wieder so eine Vintage-Karre an, einen alten BMW hier, Handschaltung. Simracing ist nicht nur die Rundenzeitenjagd oder hier auf iRacing den Siegeszug anzutreten. In meinen Augen gönnt euch das für euch, nur für euch.
hier Simracing einfach mal zu genießen und zu sagen, hey, ich springe jetzt mal in so eine alte Karre rein, drehe ein paar Runden oder mit Kumpels, schließt euch auf irgendwelchen Servern zusammen, so mache ich das mit meinem engsten Freundeskreis und wir drehen hier oftmals mit diesen alten und wunderbaren Fahrzeugen hier im Style mit Kupplung, mit Schaltung und so weiter und so fort unsere Runden. Diesen Tipp kann ich euch geben, um dieses Hobby neu abwechslungsreich zu gestalten. Das macht richtig Laune. Und ja, du kannst dir mittlerweile so eine Peripherie, auch wenn du die nicht täglich brauchst, das ist auch immer so mein Tipp, aber ab und zu einen Ausflug wagst, da ist in meinen Augen in diesem Preisbereich nicht viel verloren und mittlerweile bekommst du, wie eben besprochen, hier eine richtig gute, satte Qualität an dein Rig geliefert. Genug jetzt, Runde fertig gedreht, dann geht es weiter mit der Moser HBP Handbremse mit der Handbrake. Da schnappen wir uns passenderweise Dirt Rally 2.0 oder irgendwas in der Art und dann melde ich mich in Kürze wieder bei euch. Weiter geht's mit Dirt Rally 2.0. Wir sind hier auf einer beliebigen Stage mit einem alten Ford Escort. Keine Ahnung, wie diese Dinger genau heißen. Und hier alles wiederum manuell mit den entsprechenden Pedalen, wie vorher erwähnt. Und H-Schaltungsschifter. Hier auch alles auf Realismus eingestellt, dass ihr ordentlich die Kupplung hier trennen müsst, um hier nicht im Getriebe etwas zu zerstören bzw. den Gang zu verfehlen und dann entsprechend mit der Moser Racing HBP Handbremse. Ich habe jetzt diese Handbremsenkurve, wie ich euch dies gezeigt habe, im Kapitel Software so verstellt, dass ich jetzt so eine steil ansteigende Kurve von Beginn habe, die dann abflacht. Das heißt, gleich zu Beginn, wenn ich hier an der Handbremse ziehe, relativ schnell einen hohen Output bekomme bzw. ingeben einen deutlichen Ausschlag. Das möchte ich deswegen, dass ich wenig Zeit im Weg verliere und sobald ich dieses Ding nur etwas ziehe, eine relativ kräftige Blockierung meiner Hinterräder bekomme, um das Fahrzeug entsprechend um die Ecken zu schleudern. So, lasst mich hier kurz orientieren, hier nochmal eine schöne Linkskehre. Und schön um die Ecken geslidet. Das funktioniert in meinen Augen wunderbar. Und hier nochmal simuliert, leicht gezogen und ich bin hier am Start. Du kannst dies natürlich dann entsprechend deinen Bedürfnissen anpassen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt etwas einen längeren Weg, eine längere Range an der Handbremse haben, um hier noch über den kompletten Weg besser dosieren zu können, dann kannst du dies selbstverständlich tun und entsprechend auch in der Software anpassen. Das sind jetzt die Möglichkeiten, wie fühlt sich diese Handbremse an. Ein schönes, angenehmes Feedback. Ich bin jetzt hier mit dem Default-Setup unterwegs. Hier schön linear über den Weg. Das fühlt sich in Richtung Endlage nicht so stark in der Kompression an. Bleiben wir an dieser Stelle kurz mal stehen. Das heißt, ihr könnt hier sehen, ich habe ein sehr angenehmes Gefühl über die ganze Länge. Du hast relativ wenig über so einen langen Hebel seitliches Spiel. In meinen Augen ist dies auch sehr unbedenklich und vom haptischen Feedback, auch darüber haben wir bereits gesprochen, metallisch kühl und sehr angenehm. Da wäre jetzt noch so eine Option, eine ergonomische Option, dass ich jetzt diese Handbremse etwas noch zu mir drehe, um hier ergonomischer zu mir in diese Richtung, wie sich eben mein Arm bewegt, ziehen zu können. Das sind dann diese Feinjustierungen, die ihr dann am Rig vornehmen könnt und sollt, wenn ihr regelmäßig mit Handbremse, Shift am Start seid. Andere Möglichkeit, die ich euch auch noch gezeigt habe, eben diesen Hebel um 90 Grad zu legen, so nach unten, dann hast du wie in so einem Fahrzeug im Bereich der Mittelkonsole eine Handbremse, die du so ziehen kannst. Für mich ist immer dieses Setup das angenehmste, so im Bereich der Höhe des Lenkrads hier schnell zu erreichen, darunter der Shifter, um hier gut unterwegs sein zu können. Fahren wir jetzt hier noch mal ein paar Meter. Also zusammengefasst ein sehr gutes, sehr kompaktes Feedback. Das fühlt sich alles vertraut an hier auf der Handbremse. Gut in Sachen Software, dies alles anpassen zu können mit diesen Kurven. Das empfehle ich euch, würde ich mich dringend auseinandersetzen, wenn ihr dieses Ding regelmäßig im Einsatz habt. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und wie bereits erwähnt, gönnt euch diese Ausflüge, um euer Simracing Experience etwas aufzulockern. Und nicht nur immer die üblichen Rundstreckenrennen zu drehen.
auch mal in den Rallye-Sport oder ins Driften zu gehen. Es macht so viel Spaß mit diesen Setups, hier das alles zu erleben, euer Racing zu verfeinern, hier Abwechslung zu schaffen. Das macht Monster Spaß zu diesem Setup. Wir kommen zum Test der Moser R16 V2. In ein, zwei Wochen werde ich hier ein Video für euch drehen. Auch das macht mit diesem Setup wunderbar Spaß. Moser hat sich, was die komplette Peripherie betrifft, ich kann mich zurückerinnern, das erste Video war damals eben die allererste Moser R16 Base, noch kaum Peripherie am Start hatte Moser Racing. Jetzt bieten euch die ein komplettes Portfolio und ich kann euch sagen, vor den Pros, vor den Cons, vor dem Fazit, Moser Racing, der Weg stimmt auf alle Fälle. Ich drehe jetzt diese Runde, diese Etappe noch fertig, melde mich dann in Kürze wieder bei euch und dann gehen wir auf die Zielgerade und fassen alles zusammen. Zurück von der Rennstrecke kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 8, die Nachteile. Ein Nachteil ist der Stand Ende 2023 immer noch fehlende Konsolensupport, welcher nach Bekanntgabe des Moser R3 Xbox Supports hoffentlich bald für weitere Moser Racing Produkte Einzug halten wird. In Sachen PlayStation Support heißt es ebenso, bitte warten. Zweiter Nachteil betrifft den HGP-H-Shifter, welcher nicht zu einem sequentiellen Shifter umgestellt werden kann. Hierbei hat Moser Racing noch keinen sequentiellen Shifter im Programm und somit muss zu Drittanbietern gegriffen werden, wenn man eben den sequentiellen Shifter ans Rig bringen möchte. Kapitel Nummer 9, neutrale Aspekte. Die Preisgestaltung beider Produkte, Shifter und Handbrake, ordne ich den neutralen Aspekten zu. Diese sind fürs Gebotene fair angesetzt und schielen sogar in Richtung positiver Aspekte, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis mit anderen Mitbewerbern vergleicht. Kapitel Nummer 10, positive Aspekte. Die Verarbeitung und Materialauswahl beider Produkte sind wirklich auf einem Top-Niveau. Metall, soweit das Auge reicht. Sinnvolle Anpassungsmöglichkeiten und gute Zugänglichkeit für die Montage und die Anschlüsse der Kabel. In Sachen Software glänzt Moser Racing mit einer übersichtlichen Umsetzung und hoher Benutzerfreundlichkeit. Auf der Rennstrecke ist das Betätigungsfeedback knackig und sehr wertig, alles gleitet wunderbar und exakt. In Sachen Optik glänzt Moser Racing mit einem edlen Look im Understatement Design in Schwarz. Kapitel Nummer 11, Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Preis-Leistung steht für mich das Moser Racing Bundle wirklich ausgesprochen gut da. Moser Racing hat in den letzten Jahren, Monaten wirklich hart am Portfolio gearbeitet. Mittlerweile ist ein großes, vorbildliches Ökosystem von unzähligen Lenkrädern, auch mit Display, Shifter, Handbrake, Dashboards und vieles mehr verfügbar. Weiters arbeitet Moser Racing an spannenden Produkten, wie beispielsweise an einem Truck Simulator oder einem Vision Wheel. In Sachen Nutzerfreundlichkeit und Software ist Moser Racing ebenso vorbildlich aufgestellt und dies setzt sich auch bei der Rennstreckenperformance fort. Ein vorbildliches und transparentes Betätigungsfeedback bei einer perfekten Verbindung zu einem bevorzugt massiven Rig sind weitere Pluspunkte. Moser Racing spricht mit dem HGP-H-Shifter und der HBP-Handbremse anspruchsvolle Anwender an, die gleichzeitig nicht zu viel Geld in die Hand nehmen wollen, aber in Sachen Qualität keine Abstriche hinnehmen möchten. Wenn du zu dieser Zielgruppe gehörst, dann kann ich an dieser Stelle eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Moser Racing hat in den letzten beiden Jahren seine Hausaufgaben gemacht und hat sich vom Underdog zum großen Player auf der Simracing-Bühne etabliert, gemausert. Vor einem spannenden Ausblick über die geplanten Moser Racing Reviews und anderer Peripherie seid nun ihr am Zug.
Wie gefallen euch die neuen Moser-Produkte und denkt ihr daran, auf den Moser-Racing-Zug aufzuspringen? Oder seid ihr bereits mit Moser Racing Produkten unterwegs? Lasst mich dies bitte über die Kommentarfunktion unter diesem Video wissen. Bitte vergesst an dieser Stelle nicht, meinen Kanal zu unterstützen, da ich ausschließlich auf euren Support angewiesen bin und ich auch in Zukunft keine Affiliate-Links anbieten werde, weil ich nicht mit euren Produktkäufen mitverdienen möchte. Sonst würde dies objektives Reviewing ad absurdum führen. Weiters möchte ich euch nicht beim Besuch in meinem Testcenter zu irgendeinem Kauf von Produkten eines bestimmten Herstellers hinberaten, weil ich dann im Hinterkopf hätte, ich könnte der Kohle dazu verdienen. Nächstes Kapitel, ein spannender Ausblick. Parallel zu den SimRacing Expo Reviews arbeite ich bereits am Video zu hier in diesem Video gezeigten R16 Wheelbase Review von Moser Racing der zweiten Generation. Ein spannendes Review eines Formula Wheel Prototypen wird es ebenso geben. Simgrade-Pedale sind bei mir bereits im Testlauf und all dies werdet ihr erfahren, wenn ihr meinem Kanal folgt. Also dann, ich bedanke mich mal wieder fürs Dabeisein in meinem Kanal. Like und Abo bitte nicht vergessen. Ich würde mich freuen, euch einmal hier bei mir im Testcenter in Salzburg live begrüßen zu dürfen oder sonst in meinen Videos. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von eurem Ron.